Hallo meine lieben Kreativlinge. Ja, da ich noch eine Kleinigkeit zu Weihnachten brauche, habe ich mich mal an eine Gutscheinverpackung hingesetzt. Mein Mann hat zwar schon was bekommen, ich muss leise reden, der hört mich sonst. Er hat zwar schon was bekommen, aber ich wollte sie mit nackigen Händen dann unter dem Weihnachtsbaum sitzen. Deswegen kriegt er noch zwei davon. Eine habe ich schon verpackt, wie man sieht. Das Ganze geht dann so auf, macht hier unten auf und kann das Ganze rausziehen. Ja, geht super easy. Kann man mit anderen Geschenk, also mit anderen Geschenkkarten auch machen. Finde ich auch eine süße Alternative, ne? Fangen wir auch gleich an. Maße schreibe ich wieder unten in die Infobox. Ihr braucht für den oberen Teil hier ein Stück Cardstock in den Maßen 9 mal 17 cm und das falze ich mir. Ah nee, das ist für die Lasche, genau. Für die Lasche hier ist das jetzt. Also 9 mal 17 und das falze ich mir bei 3,5. Also die Lasche wäre schon mal fertig. Dann für den oberen Teil. Kamera ruckelt. Ich hoffe, das kommt im Video nicht so. Ruckelt es jetzt immer noch? Ich habe jetzt mal kurz auf Pause gedrückt. Ich hoffe nicht. Also für den oberen Teil braucht ihr ein Stück in den Maßen 16 mal 8. 8 mal 16 und das falze ich mir auf der Sech, also auf der langen Seite jeweils bei einem Zentimeter links und rechts und auf der kurzen Seite in der Mitte bei 4 cm. Schaut das Ganze so aus. Und dann brauche ich noch den großen Teil, den unteren Teil quasi. Der hat die Maße 15 mal 25. Also 15 mal 25. Auf der langen Seite wird gefalzt bei 12,5, also in der Mitte. Und auch hier jeweils links und rechts bei einem Zentimeter. Und das war's. Nee, brauche ich nochmal. War es eigentlich auch schon mit der großen Falzarbeit? Jetzt nehme ich mir das große Teil und schneide mir das erstmal zurecht. Also ich schneide jetzt erstmal hier bis zur Hälfte die Klebelasche. Ne? Also das Teil komplett weg. Und hier Klebelaschen halt, ne? Heute bin ich aber das super mal klären. Hier oben, hier, hier. Das falze ich jetzt einmal und klebe mir das Ganze schon mal zusammen. Klebestreifen. Also Fadenkleber war da drauf. Jetzt kann ich mir dann da schon mal Designerpapier draufkleben. Ich sehe gerade, hier habe ich nicht gerade abgeschnitten. So.
Das Designerpapier für den unteren Teil hat die Maße 12,5 x 12. Und da müsst ihr natürlich auf eure Laufrichtung gucken. 12,5 ist die Breite und 12 ist die Länge. Na, also wenn ihr schneidet, dann hier 12,5 und hier 12. So, der untere Teil wäre schon mal soweit. Jetzt nehmen wir uns quasi die Ziellasche in Angriff. Dann machen wir dasselbe. Auch hier einschneiden bis zur Falz. Dann die Klebelaschen wegschneiden. So, zack, zack, ab. Einmal alles nachfalzen. Und auch hier zusammenkleben. Na, willst du wohl da rein? Bisschen schief bin ich, aber gut. Ist jetzt nicht so tragisch. Wieso wälzt sich meine Unterlage da? Ich nehme übrigens die Seite, wo man, hier sieht man es relativ gut. Hier ist die Klebelaschennaht, sage ich jetzt mal. Die habe ich nach hinten getan, sodass die schöne Fläche vorne ist. So, auch hier kleben wir Designerpapier drauf. Das hat die Maße 13,5 x 3,5. So. Dann nehmen wir uns die Lasche. Die falzen wir uns ganz einfach. Und hier vorne ist meine Falz, dann drehe ich das um und mache hier oben einen dünnen Klebestreifen drauf. Und das positioniere ich mir jetzt in dieser Ziellasche hier oben relativ mittig. Ganz nach oben schieben. Also wirklich bis nach oben schieben. Und dann könnt ihr das andrücken. Ja, sitzt zwar nicht ganz in der Mitte, aber gut. Da könnte ich jetzt noch einen Spruch oder was draufstempeln, wenn ich möchte. Aber ich habe jetzt auch nichts Passendes, was mir jetzt auf Anhieb einfällt. Man muss es ja nicht nehmen. So, das. Dann, ja, die Schleifen, das Schleifenband. Ich habe hier 2 cm einen Streifen abgeschnitten, so Pi mal Daumen. Und eigentlich brauche ich Schleifenband eben 2 cm mal 12,5. Einmal und 4 cm. Das ist der Rest, der kann weg. So. Den großen Teil, den klebe ich mir hier unten hin. So. Dann nehme ich mein Teil, schiebe meine Karte da rein, klappe das nach oben, dass es halt hält und dass man das rausziehen kann. Ne? Dann schiebe ich das da rein. Und jetzt wird es ein bisschen fummelig. Und zwar der obere Teil,
der muss ich jetzt da reinstecken, hinten und vorne. Also, ne? So. Da so reinstecken. Dass es passt. Und dann klebe ich mir hier den anderen Streifen hin, dass es bündig ist. Und dann habe ich hier schon mal einen Spruch vorbereitet. Habe ich auch in Pink auf gestempelt. Ich habe es heute echt mal mit Kleber drauf. Der kommt da so her. Und eine Schleife habe ich mir schon zurecht gestanzt und zusammengeklebt, weil sonst würde das zu lang dauern, weil bis die fertig geklebt ist, dauert zwar an sich nicht lang, aber bis der Kleber so weit angetrocknet ist, dass man weiterarbeiten kann. Dann habe ich ein 3D-Pad draufgeklebt. Kommt mit 3D-Pad, so ein bisschen schräg, dass ich das quasi so ein bisschen auch verstecken kann den Anfang. Und dann ist das Ganze schon fertig. Wie gesagt, dann einfach rausziehen, macht man hier auf und dann kann man die Karte entnehmen. Ich hab's heute echt. Ja, finde ich eine ganz süße Idee. Ist auch mal was anderes, ne? Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Irgendwas. Also, wenn ihr mögt, bis dahin sage ich Tschüss, wünsche eine schöne kreative Zeit, bleibt gesund und ja, bye bye.